Moin Moin aus Kiel. Auf geht's, würde ich sagen. So soll das Ganze nachher am Ende dieses Videos aussehen, wenn wir dieses Körbchen hier abgearbeitet haben mit Produkten, die ich mir teilweise neu gekauft habe und mit euch ganz gerne ausprobieren möchte. Ich finde, das ist ein ganz passabler Look geworden. Heute ist so ein bisschen so... Bisschen Marke, ein bisschen Nicht-Marke, also sehr, sehr spannend heute. Sehr, sehr spannende Produkte, unter anderem diese hier. Die interessiert ja viele brennend im Moment, die neue von L'Oreal, die Panorama. Die probieren wir heute auch mal aus, so ist das. Ich werde meinen Kaffee erstmal austrinken und dann geht's los. Du kannst dir schon mal einen Kaffee und auch einen Keks schnappen und kannst in der Zeit, wo das Intro läuft, kannst du hier schon mal abonnieren, wenn du möchtest. Denn so kann ich ganz einfach sehen, dass der Content, den ich hier mache, dass dir das ganz einfach gefällt und wir schaffen mal ein bisschen was weg hier. Ne? So ist es. So, bis gleich. Ciao, Kakao und ab geht's. So, womit ich beginnen möchte, ist Art Deco. Art Deco. Und zwar habe ich hier einmal die Natural Skin Foundation. 25 ml Green Cuisine, wollte ich gerade sagen. Fand ich sehr interessant. Habe ich mir gekauft bei TK Maxx für 6,99 €. Kostet normalerweise 20 €. So sieht das Ganze aus. Also keine Panik, wenn du jetzt hier irgendwie ganz kurz mal was verpasst oder sagst, ich habe nicht mitgekriegt, welche das jetzt genau war. Am Ende dieses Videos. Am Ende dieses Videos werde ich nochmal alle Produkte nochmal durchlaufen lassen, dass ihr euch die in Ruhe angucken könnt. Auch Farbtöne und so weiter und Preise und so weiter. Fühlt sich komisch an, die Packung hier. Kannst dir alles nochmal angucken. Und wenn ich ganz die Tolle bin und das noch schaffe, weil jetzt ist Samstagmorgen und morgen früh um 6 Uhr soll das Ganze online sein. Wenn ich die Tolle bin, verlinke ich das Ganze noch in der Infobox. Ne? Die einzelnen Produkte. Fühlt sich komisch, so griffig an. Aber gut, fühlt sich gut an, so wie so eine Massagepackung. Finde ich ganz gut. So, was soll das Ganze können? Noistring Foundation with blablabla, blablabla. Shake before du das brauchst. Tralala. Shake before... Englisch, ne? Pflegende Foundation mit Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, vor Gebrauch gut schütteln. Hier ist die Nummer 10 drauf, also denke ich mal, das ist der Farbton 10. Während ich hier schüttel, lese ich noch mal ein bisschen, was hier sonst noch so steht. Parabenfrei, silikonfrei, for sensitive skin, vegan, talc-free, palmölfrei, mineralölfrei. Das war's, dann probieren wir den Schätzchen mal aus. Dann kommt mal hier wieder die bezaubernde Spange rein. Die habe ich jetzt gleich hier unten liegen gelassen. Weil ganz viele haben gefragt, oh, die ist so süß, ne? Wo hast du die denn her? Das weiß ich nicht, Leute. Das weiß ich nicht mehr. Die habe ich schon so lange. Aber die verleiht mir immer so einen Hauch von Audrey Hepburn. So gefühlt. Aber erst gibt es nochmal einen Schluck Kaffee, ne? Mm. So, Arm hochgekrempelt und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wo habe ich meine Brille hier? Auch das Siegel drauf, dass ihr auch seht, ich nutze das wirklich mit euch hier immer zusammen, weil ich finde es selber unglaublich spannend, Produkte einfach zu testen, wie die so, ne? Das ist eine Runny-Geschichte. Also Runny heißt hier, das läuft runter. Von der Farbe her... Für meinen Frischkäse-Dasein könnte es ein bisschen schwierig sein, aber wir werden es mal ausprobieren. Dann werden wir das Teil hier auch noch mal ausprobieren. Das, ich habe es im Internet gesehen, das soll unglaublich toll sein, dass du da so streifenfrei jede Foundation mit drauf kriegst. Und ich habe hier wieder das ungute Gefühl, dass das hier wieder nichts ist. Oder? Doch, so ein bisschen ausgleichen tut sie, ne? Die kleckert hier vor sich hin. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr Produkt. Ich habe mir extra hier übrigens ein Tuch hingelegt, damit das nicht immer so knallt. Ne, wenn ich immer so die Sachen aufstelle, jetzt nicht mehr, ne? So, wie muss ich, am besten so, ne? Nicht so, nee, so am besten, wegen der Haare, die man noch so hat, ne? Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so mega praktisch finden soll, das Ding. Ist okay, kommst du gut mit hin, weil die Form hier ist ganz okay. Aber ich bin der Meinung, dass das Ding wahnsinnig viel... Produktschluck. Warum setze ich eigentlich nicht in der Mitte vom Bild? Warum nicht? Man weiß es nicht. Gut, probieren wir das Ganze jetzt nochmal mit meinem altgeliebten Beauty Blender.
Und machen das mal hier drauf. Ja, sehe ich jetzt schon. Also das Ding schluckt wahnsinnig viel Produkt. Ist sehr, sehr handlich. Also ich werde das nochmal ausprobieren als Contouring, könnte ich mir das nochmal ganz gut vorstellen mit diesem Pinselchen hier. Aber ansonsten fristet unglaublich viel Produkt. Das sehe ich so schon. Das ist nicht so der Hit. Das ist Natural Skin Foundation, hat sich das Ganze genannt hier. Ne? Ich arbeite das mal nebenbei an. Ich kann das ohne Brille wieder nicht sehen. Natural Skin Foundation. Macht sie auch auf jeden Fall ein Natural Skin. Bei meiner Frischkäsehaut macht es schon Natural Skin. Ich finde jetzt, der Farbton ist jetzt nicht so ganz optimal für mich. Also es passt schon gut überein, aber er könnte einen kleinen Tick dunkler sein. Einen kleinen Tick. Mein Sohn muss sich hier an meinem Doppelkinn und so weiter nichts angleichen. Das sieht wirklich sehr natural aus, aber auch hier habe ich genauso wie letztes Mal das Gefühl, was hatten wir da noch für eine Foundation, die überhaupt nicht funktioniert hat? Ach, das war hier Everline. Ich nehme jetzt noch einfach mal ein bisschen, guck mal, ob man das aufbauen kann. Also es hat null Deckkraft. Es gleicht gut aus. Also es gleicht gut aus, finde ich. Okay, so ein bisschen so die Rötung und die Pünktchen hier so und die Pigmentierung, die ich hier so habe, das ist okay. Es sieht sehr natural aus. Also wer einen Hauch von gar nichts möchte, ich finde, da könnte ich auch eine getönte Tagescreme nehmen. Muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt so, haut mich jetzt nicht vom Hocker, fühlt sich aber sehr, sehr gut an auf der Haut. Inhaltsstofftechnisch finde ich auch, ist die soweit okay, relativ hochwertig, alles gut. Es riecht nach eigentlich gar nichts, also die ist auch nicht parfümiert oder so. Wer jetzt irgendwie so auf, ne, sagt hier, ich mache das mit Parfum und so weiter nicht. Also so eine ganz natural Sache ist okay. Für 20 Euro, was sie normalerweise kostet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sie mir zu natural. Zu natural. Ich werde jetzt nochmal die andere Seite machen und warte nochmal ab, ob diese vielleicht noch so ein bisschen nachdunkelt, also so oxidiert, dass es einfach noch ein bisschen dunkler wird. So, wenn man es so jetzt aufträgt, sieht es so ein bisschen gelbstichig aus. Aber wie gesagt, mir ist das, sie macht das, was sie verspricht. Sie sagt, sie bietet ein, oder ist eine Natural Foundation, so rum gesagt, mach es nicht wieder so kompliziert. Hat sie auf jeden Fall, jetzt habe ich gleich das Handtuch hier eingespielt, was ich hier hingelegt habe, ne? Weil das rennt hier, darfst du nicht über Kopf halten, ne? Da hast du alles voll geschmiert damit. Die ist sehr runny, was ja für uns älteren Häutchen sehr gut ist. Aber ich weiß, hat jetzt den Faden verloren. Für 20 Euro, Leute, würde ich mir die nicht kaufen, weil sie mir zu natural ist. Da kann ich eine getönte Tagescreme von Dalton irgendwas drauf machen, was Schönes oder ne, irgendwie, was ich so gerne mag. Aber muss dafür keine 20 Euro lassen. So, es sei denn, ich bin ein absoluter Freund von Artico und sage, nein, es dürfen nur diese Produkte sein. Sie macht ihren Job, sie haut mich aber nicht vom Hocker. Also wird die wahrscheinlich bei mir weiter wandern. Ne? Und das Ding hier werde ich mal sauber machen und nutzen wir nächstes Mal, wenn wir mal wieder was zusammen ausprobieren, als Contouring oder Blush oder was weiß ich. Aber so für Foundation ist das nix. Oder ich probiere das einfach nochmal mit einer deckenden Foundation. So ist es. So, nochmal einen Schluck Kaffee. So, was uns hier jetzt ein bisschen retten könnte in dieser Situation, ist einmal dieses hier von Miss Sauder, hoffe ich mal. Das habe ich gekauft für 4,99 Euro, auch bei TK Maxx auf dem Grabbeltisch. Und das würde normalerweise kosten, also steht hier immer drauf, 18,50 Euro. Ist sportlich. Farbe 103 Golden Cream. Ist das jetzt ein Cream oder ein Puder? Ich lese noch mal so ein bisschen nach hier. Also ich war der Meinung, dass das ein, nee, ist ein Kompaktpuder. Kompakt, so, und dann, dass die immer die Aufkleber darauf machen muss, ne? Da werde ich noch mal im Internet noch mal gucken. Also es ist meiner Meinung nach ein, oh, die Verpackung ist ja toll, guck mal her. Es ist meiner Meinung nach ein Kompaktpuder. Kompaktpuder, und ich gehe mal davon aus, so weiß ich nicht, dass das auch ein bisschen Deckkraft hat, dass wir das Ganze so ein bisschen hier aufpimpen können. Vom Farbton her könnte es ein bisschen hell sein, ich weiß es nicht. Werden wir einfach ausprobieren. Wo habe ich meinen Puderpuff? Hier habe ich ihn. Werden wir einfach mal ausprobieren. Gehen wir hier rein, hier so, wieder so. So sieht das Ganze aus. Das kann was werden. Das kann was werden. Das probieren wir aus hier. Von Miss Sauder habe ich schon einen Bronzer. Und den finde ich so klasse.
Den finde ich so toll, dass ich denke, Mensch, ich denke, wieso sehe ich hier nichts? Da ist ja noch so ein Aufkleber drauf hier, so eine Folie. Den finde ich so toll, diesen Bronzer von Missouda. Da werde ich mir auf jeden Fall mal ein paar mehr Produkte. Ja, Deckkraft ist auf jeden Fall da, würde ich mal sagen, ne? Also, damit können wir das Ganze jetzt ein bisschen aufpimpen. Da können wir auch gleich wunderbar sehen, ob das Ganze so ein bisschen. Also jetzt vorbei mit Natural, ne? Ob das Ganze so ein bisschen, sage ich mal, scheckig ist. Das können wir jetzt hier wunderbar hier sehen, aber ist es nicht, ne? Ist nicht scheckig, ne. Macht ein sehr, sehr schönes Hautbild, das kann ich jetzt schon sehen hier. Und so eine Puderpuffs sind immer dankbar, ne? Ich habe hier irgendwo ein Haar hängen, man weiß es nicht. Ich würde sagen, das hat uns jetzt hier gerade mal oder ein bisschen gerettet hier, ne? Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr fein. Und es verleiht Mutti jetzt hier mal so ein bisschen Frische, würde ich mal sagen. Weil die Art Deco, mein guter Farbton, das ist ja mein Verderben. Da kann die Foundation ja nichts für, ne? Aber es fehlt so ein bisschen, es sah sehr natural aus. Wo ist denn die blöde Haare hier jetzt? Also ich würde mal sagen, 9 von 10 bis jetzt, ne? Mit 10 bin ich immer sehr vorsichtig, 10 von 10, ne? Aber selbst so im Augenbereich bin ich jetzt mal ganz vorsichtig hier, auch ruhig unter den Augen mal. Wenn das so den ganzen Tag hält, finde ich die grandios. Und ich muss auch gar nicht großartig hier. Gehe jetzt einfach mal ein bisschen an meinem Speckkinn hier mal runter. Macht ein richtig schönes Hautbild. Wer hätte das gesagt? Also Missouda hat mich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Das war mal so ein Zufall, dass ich, glaube ich, letztes Mal auch auf dem Krabbeltisch so einen, den Bronzer mitgenommen hatte. Und denke jetzt, ey, komm, probier den mal aus, ne? Und da war ich so begeistert davon. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, nicht schlecht, Herr Specht. Nude Venus. Merken. Ich hatte mir eigentlich noch einen Concealer mit runtergenommen, aber den müssen wir heute nicht ausprobieren. Den nehmen wir nächstes Mal. Weil ich finde, dass die Art Deco jetzt hier, dass die so natural, also ein bisschen heller ist, wie das Missouda-Zeug hier und ich da jetzt nicht ganz so viel drin habe, ist die Augenpartie gut aufgehellt. Ich würde sagen, das können wir so lassen. So, bronzertechnisch habe ich nichts Neues, sondern wir nehmen einfach diesen hier, altbekannt von Rival Loves Me. Tropical Bronzer habe ich einfach lange nicht mehr benutzt. Nehme ich mir einfach so ein bisschen so einen angeschrägten Pinsel hier. Und der riecht immer noch so, so gut. Den mag ich gerne. Und ich möchte gerne einfach so ein bisschen hier die Speckbacken einfach so ein bisschen versuchen wegzuzaubern. Und einfach ein bisschen Kontur hier reinkriegen in die Geschichte. Also ich finde, die Base, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesem Missouda und mit dem Art Deco, das finde ich eine tolle Kombi. Erst war, dachte ich wieder, das fängt ja wieder gut an, ne? Dass das wieder nicht so will, wie ich das will, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden zusammen hier, und jetzt noch mit dem Bronzer und dann gleich noch das Blush, ich würde sagen, das läuft. Das gefällt mir so schon richtig, richtig, richtig gut. Nö, kann man brauchen. So, blush-technisch habe ich auch nichts Neues. Da, weil das, was jetzt nachher noch kommt, da könnte ganz gut zupassen. Dann nehmen wir dieses hier von Trended Up. Muss mal ganz kurz Brille aufhaben. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Rosy Touch. Ich glaube, den gibt es immer noch. Und das ist so ein absolut geiles Blush, was gemischt gut aussieht, was nur dieses Orangene oder auch nur dieses Dunkle, also das werde ich heute nehmen, nur so ein bisschen das Dunkle hier. Ich brauche heute mal so ein bisschen die kräftigere Nummer, weil nachher der Lippenstift, den wir nachher ausprobieren, der glaube ich habe ihn ja noch nicht ausprobiert, ich glaube, der hat das in sich. Und da können wir ruhig mal so ein bisschen Gas geben. Und mit dem hier, da wirst du 150 Jahre mit auskommen, weil da brauchst du wirklich nur so einmal kurz rein und guck dir mal bitte schön den Pinsel an. Und dann nicht hier, ne, sondern vorsichtig ist hier angesagt, arbeite dich vor, weil ansonsten bist du schnell overblushed und dann sieht es scheiße aus, ne? Aber das hier ist für diesen Preis, ist das der absolute Knaller. Das gibt das, glaube ich, schon ein Jahr oder so. Aber das finde ich immer noch richtig, richtig schön, weil das so eine, wenn ich mal Bock habe, so auf was Kräftigeres, ne? So ein, weil nachher ein kräftiger Lippenstift kommt,
Da finde ich, gehört meiner Meinung nach auch immer irgendwie ein kräftiges Blush dazu. Ich finde, so zu den Klamotten hier passt, sieht aus, wir haben auch wieder Schnee hier in Kiel, ne? Das sieht so aus, als wenn ich gerade vom Schlittenfahren komme. Das finde ich grandios. Ich glaube, das lag bei 3 oder 4 Euro oder irgendwie so. Und das habe ich schon so lange und das finde ich einfach nur mega. Augenbrauen technisch auch nichts Neues. Da schwöre ich ja auf meinen Namen. Das kann man ja bei Rossmann online bestellen. Da werde ich jetzt auch nur nachziehen. Oh, der ist auch bald am Ende hier, ne? Da werde ich jetzt hier einfach nur ein bisschen nachziehen. Da habe ich jetzt auch nichts Neues. Weil mit Augenbrauenprodukten, ich bin im Moment einfach mit dem hier zufrieden. Und dann finde ich das auch blöd, wenn man jetzt nicht ein Produkt hat, wo man sagt, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich wiederhole mich jetzt hier auch. Aber es gibt ja auch einige, die neu dabei sind. Wenn ich jetzt nur für ein Video jetzt irgendein, was weiß ich, Augenbrauenprodukt hole, den 150. Stift hier. Ich finde, das muss nicht sein, weil ich mit dem im Moment, was ich hier einfach habe, einfach zufrieden bin. Und dann finde ich die Investition einfach blöd. Da kaufe ich mir dann lieber irgendwie für die Kohle Lippenstift, weil für Augenbrauenstifte. Man soll es nicht glauben, aber da kannst du auch echt ein Vermögen für ausgeben, ne? Und eigentlich tun sie ja alle das Gleiche, aber da kannst du richtig ein Vermögen für ausgeben. Finde ich jetzt so. So, glaubt ihr glaubt, ne? So, bloß keine Kaffeeunterversorgung hier. So, ich habe so 4-mal Lidschatten hier vor mir liegen. Und zwar von Ellen Tracy. Da hatte ich mal so ein Geschenkset gekauft. Das hatte ich euch mal in einem Haul gezeigt. Und zwar sind das so kleine hier. Da sind immer 2 Farben drin. Das fand ich so interessant, dieses Geschenkset. Zum Beispiel hier so Auberginen, stehe ich total drauf. Dann gab das hier einmal noch mein berühmtes, nee, ist nicht das berühmte Langweilerbraun, aber so ein bisschen Mauve. Und so ein bisschen heller. Dann gab das hier nochmal, ja, dieses Kackbraun, was ich gerne mache, mit so ein bisschen Highlighter, würde ich sagen. Finde ich auch sehr interessant. Und dann gab es, oh Gott, hier einmal dieses Dunkelbraun mit diesem Gold hier drin. Die finde ich alle 4 interessant. Ich glaube, ich weiß nicht so richtig, ob ich den hier nehme, das weiß ich nicht. Oder das Mauve, das interessiert mich auch hier. Das werden wir einfach mal ausprobieren. Das gab es mit einem kleinen Pinsel in so einem Set. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich meine, für 4 Euro oder so irgendwie hatte ich einfach mal Blanco mitgenommen für einen ganz einfachen Look. Ich finde es immer schön, wenn man einfach nur hinten so ein bisschen betont und dann vorne ein bisschen heller macht und dann unter den Augen ein bisschen was und ein bisschen Mascara und aus die Maus. Und da würde ich die ganz gerne mal von Ellen Tracy ganz gerne mal ausprobieren. Und ich glaube, ich schwanke zwischen diesen beiden hier. Wir sollen das gleich noch einkaufen. Aber das wird, nee, das hier, das wird jetzt irgendwie zu den Klamotten besser passen, ne? Wir nehmen den. Fertig. Ich werde das Ganze jetzt erstmal ein bisschen swatchen. Also das sieht richtig biesig aus. Richtig, schön. Und der ist hier ein bisschen heller jetzt hier. Also gut, und das immer so einmal Glitzer, einmal matt. Finde ich sehr, sehr schön. Probieren wir jetzt aus. Bin ich mega gespannt drauf. Gut, dass ich hier ein Tuch liegen habe. Da kann ich dann aber gleich mal abwischen, ne? Ich nehme jetzt erstmal das Dunkle hier und nehme so einen kleinen Verbänderpinsel. Können wir jetzt auch in unser... Wir können bald ein Lexikon hier machen, was ich immer für neue Worte erfinde, ne? Und der einfachste Look aller Zeiten mache ich ja immer. Ich fange hier immer hinten in der Ecke an, da wo die Mutti Schlupflied immer runterhängt. Und dann möchte ich nur hier hinten das V haben. Nur das V. Setz mir erstmal das Pigment hin. Das sieht jetzt aus, als hätte ich richtig einen auf die Fresse gekriegt und hätte ein richtig schönes Pfeilchen. Habe ich aber nicht. So, ich setze mir das einfach jetzt erstmal hier hinten hin. Also ich habe es jetzt erst beim ersten Mal abgeklopft. Beim zweiten Mal bin ich schon mutiger. Nee, brauchst nicht. Immer ruf damit. Pigmentierung ist, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, ist mal richtig mega, würde ich mal sagen. Also das, ich kenne die Marke auch nicht. Da müsste ich jetzt echt noch mal ein bisschen googeln. Das war mir nur einfach so vom Set so aufgefallen, weil ich diese 4 Teile so schön finde. Alle 4 werde ich nicht behalten. Ein paar davon werden auch in eine Verlosung wandern. Ich nehme noch mal so aus meinem Fundus hier, nehme ich mir noch mal einen schön großen Verblenderpinsel und dann werden wir das Ganze verblenden. Die anderen 3 oder 4 oder 2, ich weiß nicht, wie viele da übrig bleiben. Also ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen in Love, ne? Habt ihr das gesehen? Alter Falter, ist das geil oder was?
Also ich finde manchmal wirklich, ne, manchmal hat man so günstige Sachen, deshalb liebe ich so Ausprobiervideos, so günstig Marken, wo man dann sagt, Alter, das war jetzt wirklich für 4 € oder irgendwie so. Das ist echt ein Lacher, das ist ein kleines Teil, das passt in jedes Beauty Case rein. Du hast dann 4-mal wirklich jeweils, wenn du Klamotten mit hast im Urlaub oder so für ein paar Tage, kannst du dir jeden Tag einen neuen Look schminken, ganz einfachen. Bin hier oben ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, seht ihr das? Finde ich das total toll. Ich bin gerade richtig in Love, muss ich ehrlich sagen hier. Guckt euch das an. Da kann man mit arbeiten. Richtig schön, würde nach oben raus hier. Kannst du gut verblenden, alles toppi. Hier muss ich nochmal ein bisschen nachnehmen wieder. Also hätte ich jetzt wieder nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, komm, ne? Das sieht schön verpackt aus und dann ganz wichtig da mit dem Pinsel noch drin und so. Aber finde ich richtig mega. Ist eine tolle Farbe. Passt auch irgendwie richtig schön zu meinem Pulli. Und jetzt gibt es nochmal ein bisschen was unter der Augen. Hatte Mutti doch wieder den richtigen Riecher für die Farbwahl heute, ne? Ich mög dir auch so gerne Auberginentöne. Oh, ich liebe Auberginentöne, ne? Ich mag das einfach. Und ich freue mich immer so, ich kann mich immer so selber so feiern, ne? Dass ich so solche Dinge so gefunden habe und die dann mit euch zusammen ausprobieren kann. Das finde ich einfach nur schön. Ich nehme jetzt hier mal so einen angeschrägten Pinsel. Das ist auch so eine kleine Palette, da wirst du, wenn du die alle 4 immer irgendwie ständig in Gebrauch hast, mehr brauchst du eigentlich gar nicht an Paletten. Also es braucht kein Mensch 50 Stück wie ich im Schrank, aussortiert schon. Da langt es vollkommen, vollkommen irgendwie noch ein bisschen blau oder schwarz irgendwas dazu kaufen und fertig. Ne? Finde ich mega, kannst super mitnehmen. I'm in love. Also das ist bis jetzt so der absolute Sieger aus diesem kleinen, wir probieren mal hier neue Produkte aus oder was, ne? Finde ich richtig toll. Oh. Achso, Mensch, ich mache das schon wieder zu. Wir brauchen den Glitzer ja noch. Mensch, den Glitzer. Ist das zu glauben? Ist das zu glauben? So, kleiner Finger. Oh, wow. Der ist richtig schön. Das sind richtig tolle Farben. Gleich die schwarze Mascara dazu. Ihr könnt jetzt schon... Ich mag das einfach. Ja. Den Nagellack, den ihr hier auf meinem Finger seht, der ist auch vom letzten Video. Von diesem Everline oder Eveline oder Aveline oder wie auch immer. Der lila hier. Den hatte ich mir ja mitbestellt, weil ich ja... Oh, jetzt gehe ich ins Dunkle rein. Weil ich ja dachte, dass ich... Blau eigentlich ausgesucht hatte, aber das ist lila. Der ist seit über einer Woche hier drauf. Müssen wir nicht drüber reden, ne? War auch für 2 € oder so. Finde ich richtig gut. I'm in love with this 4 kleinen Paletten. Die gab es meiner Meinung nach in 2 Farben. Einmal in Black, was ich hier habe, und einmal in Braun. Erst wollte ich sie beide mitnehmen, aber bei dem Preis, Leute, da habe ich gesagt, nein. Das machst du nicht. Wir werden das Ganze jetzt mal ausprobieren. Die riecht wie eine normale Mascara eben so riecht. Ich gucke jetzt mal, wie ich am besten den Spiegel hier halte. Oh Gott, ich liebe diese Farbe, ne? Und dann werden wir jetzt hier einfach mal ausprobieren. Ohohoho. Schalali und Schalala. Schaut euch das mal an. Da muss man erstmal nichts eintuschen. Die trennt wunderbar die Wimpern. Ich hole euch einfach mal ein bisschen näher ran. Warte mal. So, könnt ihr so ein bisschen besser mitgucken hier, ne? Guckt euch das an. Wie viel waren das? 1 Million Lashes? Die macht mal ihren Job, würde ich mal sagen, ne? Muttis 5 Haare hier, bringt die mal richtig mal in Zaum hier. Trennt wunderbar die Wimpern. Muss man nichts eintuschen? Was ist hier los? Warum geht das hier nicht so gut? Das liegt aber an meinen Wimpern. Da hat sich irgendwas verklebt. Aber es trennt wunderbar die Wimpern. Würde ich mal sagen, gut, wa? Machen wir das Auge hier nochmal. Könnt ihr das so sehen? Ja. Guck mal hier. Guck mal, geht galoppiert sofort los, das Teil. Ich finde schon 15 €. Ich bin so fasziniert jetzt hier gerade, ne? Ich finde für 15 €. Das
ist schon eine Stange Geld, ne? So, ich gehe jetzt hier nochmal rüber über die zweite Schicht hier. Aber die ist phänomenal. Ich habe ja diese Telescopic Lash, die habe ich oben liegen. Auch von L'Oreal. Die war ja nicht viel günstiger, 13 Euro, ne? Und da habe ich ja die zusammen mit euch getestet und habe gesagt, also für 13 Euro, Leute, da kann ich mir drei andere holen. Die hier kostet stolze 14 Euro etwas, aber die finde ich grandios. Grandios. Ganz ehrlich, guckt euch das, seht ihr das selber, ne? Ihr wisst ja auch, wenn man Wimperntusche nutzt, was das macht, ne? Ich habe da nichts von, ob ich jetzt sagte, das gut ist oder nicht, ne? Die finde ich grandios. Guckt euch mal an, was das kleine Ding hier rausgezaubert hat, wa? So, nun kommt die Probe auf Exempel. Jetzt machen wir das mal unten. Die vier Haare, die Mutti hier unten hat. Guck mal, also ohne, dass ich jetzt irgendwie antitsch, komme ich mit dem Bürstchen schon mal richtig gut zurecht. Sie zaubert mir auch tatsächlich ein paar Wimpern, die ich in Wirklichkeit nicht habe. Hammer. Sieht das gut aus? I'm in love. Obwohl, 15 Euro. 15 Euro. Ich finde das viel Geld, aber ich habe mich jetzt gerade so gefragt, ne? Mascara, es gibt ja seit, ich weiß nicht, seit 100 Jahren gibt es Mascara, ne? Und das entwickelt sich ja immer irgendwie weiter. Man hat irgendwie so das Gefühl, dass immer alles schon irgendwie auf dem Markt gewesen ist. Was ist jetzt anders an dieser Mascara, an allen anderen, die ich habe, da die so schweinegut funktioniert? Das, also ich wäre gerne Mascara-Entwickler. So bei irgendeiner Firma, ne? Und immer so gucken, was gibt's Neues oder was könnte man machen, damit sie noch besser funktioniert. Guckt euch das bitte schön an. Da müssen wir jetzt wirklich mal drüber reden. Also ich sag ganz ehrlich, ansonsten würde ich sagen 15 Euro, da würde auch normalerweise der Geizknochen bei mir durchkommen, ne? Aber ganz ehrlich, die ist die Kohle wert. Die ist die Kohle ganz einfach wert. Top-Produkt für mich schon. Top. So, das andere Auge lasse ich jetzt mal mit der zweiten Schicht, weil da habe ich, das mache ich dann gleich für Instagram und für YouTube fertig, um euch ein bisschen lecker zu machen für das Video heute hier. So, also ich bin echt in love, muss ich ganz ehrlich sagen, echt in love, finde ich richtig klasse, Volumen, Medium Lashes, bin ich ein bisschen begeistert von. So, was ich noch nie ausprobiert habe und jetzt auch mit euch zusammen mache, ist nicht dieser Lippenkonturenstift, den mache ich mir jetzt erstmal drauf. So, der ist von Rival de Loop Invisible Lip Liner, also Incognito, ne? So ein kleiner. Ich bin immer noch so nah dran, aber es macht ja nichts. Ein durchsichtiger Lip Liner, weil für den hier, den ich jetzt mit euch ausprobiere, das ist für mich Premiere. Ich habe noch niemals einen Lippenstift von MAC gehabt. Habe ich noch niemals gehabt? Nein, noch niemals. Dobonette oder wie auch immer, 108. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich habe wirklich noch nie einen Lippenstift von MAC besessen, geschweige denn mal ausprobiert oder irgendwie. Ich habe mir den aus einem Tauschpaket rausgenommen. Man muss ein bisschen schauen, der sieht aus wie ein Zäpfchen, ne? Eine kleine Kinderhaar so. Es sieht ein bisschen aus wie ein Zäpfchen, ne? Aber für mich ist das was ganz Besonderes, weil MAC eine Marke ist, so, das verbindet man so ein bisschen mit Glamour, mit Luxus, mit Wow-Produkt und so. Deshalb bin ich hier sehr gespannt drauf, ob da jetzt so ein... Ich meine, ich habe ja genug Lippenstifte schon ausprobiert, aber es war noch nie ein MAC dazwischen. Und da bin ich richtig gespannt, weil die Farbe schockt mich hier mal total an. Passt mal schön zu meinem Pulli, würde ich sagen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus, wie ich das denn so empfinde. Der riecht sehr, sehr gut mit einem MAC-Lippenstift. Den habe ich mir übrigens rausgenommen aus einem Wanderpaket mit Belladonna und mit ein paar anderen Teilnehmerinnen. Das kommt hier demnächst, was da so alles drin war, außer diesem Lippenstift. Zeige ich euch das mal. Oh, der riecht herrlich. So nach Schokolade oder so. Er ist sehr cremig. Sehr gut pigmentiert, also musst du mit aufpassen. Hanger. Der ist sehr farbintensiv. Ich habe auch gleich Blanco hier gekleckert. Ich weiß, ist das ein Mattlippenstift? Ich mache das gleich mal ordentlich, ne?
Kann man auch als Rouge, glaube ich, nutzen, ne? Würde ich jetzt sagen, oder? Kann ich nicht sehen. Also matt ist er jetzt irgendwie nicht. Sehr, sehr farbintensiv. Wenn ich jetzt hier mal nicht über den Rand gekleckert hätte und mir das jetzt nicht noch verschmiert hätte, dann würde es mal richtig schön aussehen. Aber ich bin richtig so gerade... Mein erster MAC-Lippenstift. Eine gute Mutti hat hier immer ein bisschen Feuchttücher liegen, ne? Also, der hat eine sehr, sehr schöne Farbe. Sieht richtig, richtig schön aus. Ist ein bisschen... Vielleicht ist es auch matter, kann ich jetzt gar nicht sagen, kann ich auch nicht sehen. Er ist sehr, sehr schön. Er sieht toll aus. Er kostet wahrscheinlich auch eine Stange Geld. Aber ich finde ihn jetzt nicht herausragend. Also ich finde die Farbe, finde ich toll. Finde ich richtig toll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da finde ich meine von Avon, wovon ich richtig viel habe, finde ich genauso schön. Finde ich genauso schön. Genauso cool. Vielleicht ist es einfach so dieses Gefühl der Marke. Genau wie Charlotte Tilbury oder was weiß ich oder so. Ne? Da fühlt man sich immer gleich 30 Mal schöner mit. Ich finde ihn schön, aber ich muss ehrlich sagen, von Avon finde ich besser. Aber er ist toll, gar keine Frage. Haltbarkeit wäre jetzt noch interessant, ne? Ob der jetzt irgendwie mehr... Was habe ich denn hier rumgeschmiert? Weiß ich nicht. Haltbarkeit wäre jetzt noch interessant, aber ich... Okay. Ich habe ihn mal ausprobiert. Ja, da waren ja richtig interessante Produkte heute dabei. Also bis auf diese hier oder... Im Kombi mit der finde ich es auch wieder ganz gut, aber ich glaube, sie wird weiter wandern. Bleibt eigentlich alles bei mir. Bis auf vielleicht ein, zwei kleine von diesen Lidschatten hier, dass ich mir da vielleicht welche raus... Die fand ich richtig toll. Die Mascara bleibt bei mir. Das Puder, der MAC, bleibt klar bei mir, weil er ja gebraucht ist. Fand ich ganz, ganz interessante Sachen. Warum lege ich mir eigentlich Ohrringe hin, wenn ich die gar nicht daran mache? Ich finde, das ist ein schöner Look geworden. Gefällt mir sehr gut. Er ist fast so herbstlich, würde ich sagen, ne? Aber für mich gibt es kein herbstlich, sommerlich oder winterlich oder so. Wenn ich Bock habe, kann ich das auch im Hochsommer hier tragen. Finde ich richtig cool. Sehr überrascht hat mich wirklich die Mascara, wo ich jetzt dachte, ja komm Leute, 15 Euro, was soll da jetzt Besonderes dran sein, ne? Aber die ist schon besonders. Finde ich richtig cool. Bleibt auf jeden Fall bei mir. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gebracht. Das erste, wir probieren aus im neuen Jahr. Finde ich immer wieder spannend. Man meint ja immer, man hat alles an Produkten und so weiter im Schränkchen liegen, aber hat man nicht, sondern es gibt immer wieder Überraschungen und das ist das, was für mich einfach das Thema Make-up und Hautpflege und so ausmacht. Es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken und das ist einfach meine Leidenschaft. Ein anderer sammelt Handtaschen, Schuhe, Autos, Trecker, Werkzeug, was weiß ich. Ich sammle einfach diese Sachen und tausche mich da mit anderen aus, einfach, um das einfach auszuprobieren. Das ist einfach meine Leidenschaft. Und wenn du diese Leidenschaft gerne mit mir weiterhin teilen möchtest, dann darfst du super gerne diesen Kanal abonnieren. Habe ich schon mal am Anfang gesagt, ich sage es jetzt nochmal am Ende. Lass mir gerne ein kostenloses Abo da, hau einen Daumen nach oben, hau einen Kommentar rein, schreib mir ganz einfach was. Es dauert immer ein bisschen länger, weil wir ja immer ein bisschen mehr Leute werden, um das Ganze zu beantworten. Aber sei da einfach ein bisschen geduldig, weil ich habe ja auch noch ein Leben nebenbei und ich muss ja auch noch ein bisschen arbeiten. Ich kann nicht immer gleich antworten. Dann kannst du das gerne machen und lass mir gerne einen Kommentar da. So ist es. Viele liebe Grüße aus Kiel. Wir gehen jetzt einkaufen. Ich fühle mich wohl. So kann man mich ausführen. Und ich habe nämlich heute, also nicht heute am Samstag, wo ich das Video drehe, sondern heute am Sonntag, wo ihr das seht, hatte Mutti Geburtstag. So ist das. Ich habe Geburtstag heute. So kann ich mich doch sehen lassen. Bis zum nächsten Mal.